11 Niederlagen in Folge, das ist die bittere Bilanz von Aufsteiger HBW Baarling-Wallstätten, der in den blauen Trikots von rechts nach links einen guten Start beim Auswärtsspiel in Hamburg erlebt. Jonas Schoch eröffnet eine wilde, abenteuerliche Anfangsphase mit vielen freien Würfen für Hamburg, die Mohamed El-Tayar im Tor von Baarlingen aber immer wieder entschärft. Er spielt ja eine klasse Hinrunde, es ist der 17. Spieltag und vor dieser Partie hat er alleine fast so viele Paraden wie Hamburgs Duo Bitter und Fortmann zusammen. In dieser Anfangsphase wächst er über sich hinaus, hat in den ersten 10 Minuten fast 60% Quote und kann viele spektakuläre Paraden zeigen. Über außen aus der Nahwurfzone, El-Tayar steht fast immer richtig. So hat Hamburg in der Anfangsphase eigentlich keine Probleme, was es anbelangt, Lösungen zu finden. Allein am Abschluss hapert es immer wieder. Dann arbeitet sich Hamburg aber rein und kann das Spiel drehen mit Ilic, der von Beginn an im Angriff mit dabei ist und das 10:9 für Hamburg erzielt. Auch Hamburg hat zuletzt der Tristesse im Bundesliga-Alltag erlebt. Nur ein Sieg aus den vergangenen 6 Spielen. Da tat der Sieg unter der Woche im DHB-Pokal gut, als Niklas Weller und Co. erstmals seit dem Neustart 2016 als Handballsportverein Hamburg ins Viertelfinale einzogen. Dann diese Szene, in der Yogi Bitter eine von 6 Paraden zeigen kann. Auch der Schlussmann, der Hamburger, absolut im Spiel. Auch wenn er hier gegen Patrick Volz nichts machen kann, den Top-Torschützen des HBW, der im Sommer nach Flensburg wechseln wird, hat an der dänischen Grenze einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Das erste Jahr wird dann auch ausgeliehen werden nach Sønderjyske in Dänemark. Rein in Durchgang 2, der ebenfalls mit Tempo und Torwartparaden beginnt. Keine Prognose möglich, Hamburg mit der Chance aber auf plus 4 davon zu ziehen, nutzt die aber nicht. Baarlingen kommt ran, auch wenn Bitter da gerade noch gejubelt hat. Es pendelt sich bei plus 2 für Hamburg ein. Immer wieder kann Hamburg einen vorlegen, Baarlingen kommt wieder ran. Hier gab es noch eine leichte Berührung an Leif Tessier und die 2 Minuten für Schaberleimeter daher hinterher. Hamburg wieder auf einen vor mit der Chance auf plus 2. Jakob Lassen, einer der Entscheidungsspieler im Rückraum von Hamburg. 17:15, aber der HBW merkt mit der Zeit, hier geht was und bleibt dran, weil Hamburg immer wieder auch etwas anbietet. Starker Treffer von Jonas Schoch. Er an diesem Abend mit einer 100%-Quote. Die technischen Fehler auf Seiten von Baarlingen deutlich zu hoch, aber trotzdem kann der HBW das Spiel Mitte des zweiten Durchgangs drehen. Und Hamburg ist die Mannschaft, die plötzlich reagieren muss. Wieder ist es Volz, diesmal gegen Jens Fortmann, der in dieser Phase für Yogi Bitter ins Tor gekommen ist. Die Schlussphase stellt das Spiel dann noch einmal auf den Kopf. El-Tayar pariert hinten und sorgt mit dafür, dass der HBW einen 4-Tore-Lauf hinlegt. Doch Hamburg schlägt zurück mit einem 5-Tore-Lauf. Und Jakob Lassen erzielt davon den letzten Treffer. 28:27 ist das der Heimsieg mitnichten. Mit der letzten Aktion bekommt der HBW noch eine Chance auf den Ausgleich. Oddur Gretason entscheidet das Duell mit Jens Fortmann vom 7-Meter-Strich für sich. Und Baarlingen holt sich erstmals seit dem 5. Spieltag einen Punkt.